Gottschalk rockt Segmüller. So der Titel einer Veranstaltung, welche jetzt bei Segmüller in Pasdorf stattgefunden hat. Thomas Gottschalk ist ja seit einiger Zeit das Werbegesicht des bayerischen Möbelhauses. Zusammen mit Moderator Fritz Egner blickte der Showmaster jetzt auf seine spannende Karriere zurück und plauderte vor ausgewählten Gästen aus dem Nähkästchen. Wetten das? Hohe Qualität und bester Service aus Tradition, das ist Segmüller. Seit 1925 steht das Möbelhaus für innovatives Design, kreative Lösungen und ein breites Markensortiment. Freunde des stilvollen Wohnens konnten sich kürzlich auch noch über ein anderes Highlight freuen. Thomas Gottschalk spricht mit Kollege Fritz Egner bei Segmüller über sein Buch, sein Leben und die Beziehung zu seinem Publikum. Ich bin auch in einer Phase, wo man sich einfach freut, seinem Publikum zu begegnen. Auch sowas wie heute Abend, das macht mir wirklich Spaß. Und es ist, und das habe ich festgestellt, überhaupt kein Unterschied, ob du vor der Fernsehkamera stehst und sagst, da gucken 15 Millionen zu, die du ja auch nicht siehst. Oder ob du hier sitzt und sagst, da sitzen 150 Leute und die freuen sich. Man macht ja dieses Geschäft nicht nur aus Eitelkeit, sondern weil man was zu vermelden hat. Zu vermelden hat unser einer eigentlich gar nichts. Sondern man will Menschen unterhalten, man will sagen, Mensch, fühlt euch wohl bei mir. Gottschalk passt zu Segmüller, weil die Bodenständigkeit Gemeinsamkeiten beinhaltet, die Ehrlichkeit, darüber hinaus ein bayerisches Unternehmen mit einem bayerischen Testimonial. Und hinzu kommt, wir haben ein Spektrum vom Einfachen zum Besten in unserem Sortiment. Und da die 10 zu treffen, wenn ich die Zielscheibe zitieren darf, auch was die Altersgruppierung anbetrifft, ist Thomas Gottschalk ideal für uns. Nach einer kleinen Autogrammstunde verbringen er und Kollege Fritz Egner noch etwas Zeit mit den Besuchern. Denn auf einen freundlichen, persönlichen Umgang legt der ehemalige Wetten-Das-Moderator größten Wert. Aber Gottschalk und Segmüller, wie kam das eigentlich zustande? Ja, das ist eine längere Geschichte. Wir sind langjähriger Partner des Bayerischen Rundfunks. Und vor rundweg einem Jahr gab es den ersten Kontakt in der Form, dass Thomas Gottschalk wieder Rundfunk macht auf BR1 und der Bayerische Rundfunk einen Sponsor sucht. Hierbei sollte in erster Linie Wert darauf gelegt werden, dass es ein bayerisches Unternehmen ist, vielleicht sogar ein Familienunternehmen. Und durch die guten Kontakte, die wir über viele, viele Jahre zum BR haben, haben wir uns sehr schnell entschieden und gesagt, jawohl, das können wir uns vorstellen, die Sendung sponsern wir. Eigentlich braucht Segmüller keine bekannten Gesichter, um die Besucher auf die mehr als 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche am Standort Pasdorf bei München zu locken. Wer gern stilvoll wohnt und individuelle Lösungen zu schätzen weiß, der findet hier ein Sortiment, das keine Wünsche offen lässt. Ob Thomas Gottschalk jetzt Stammgast bei Segmüller wird, das wird die Zukunft zeigen. Der launige Abend mit viel Lachen und jeder Menge Sympathie hat auf jeden Fall Spaß gemacht.